haben da zwei Objekte, die wir zusammentun wollen. Also ein festeres und ein dünneres. Und die Frage ist jetzt, wie montiere ich das da oben, oder dass das hebt. Und wir könnten hier nicht einfach da so ein bisschen drauf tun und denken, das hebt dann. Und gibt dann so einen Turm. Sondern es ist wichtig, dass man die zwei verschiedenen Gegenstände oder Objekte ineinander rein schafft oder sehr gut miteinander verbindet. Und in dem Sinn würde ich jetzt hier mal so ein Loch machen und das da rein stecken, respektive mit dem Finger das so wie zusammendrücken. Und dann hebt das. Und dann muss ich halt nachher wieder die Kante, die ich da will, mit dem Modellierhölzchen wieder schön anbringen oder formen. Es kann sein, dass wenn das nicht gut zusammenhält oder die Verbindung nicht schön kompakt ist, dass nachher, wenn man es trocknet, dass das einfach oben abkommt. Grundsätzlich ist eh die Frage, wie dünn man kann gehen und wie dünner man da Sachen hat, die rausstehen, desto schneller brechen die ab. Also alles, was zu dünn ist, ist dann auch zu filigran und auch nicht mehr stabil. Und es gibt da gewisse Grenzen, die man ein bisschen ausprobieren muss.